Ich will nicht aufstehen. Also, ich habe erst um 14 Uhr Schicht. Dann sehen wir uns ja gar nicht mehr. Wieso? Was ist mit heute Abend? Ich habe Training. Schon wieder? Du trainierst doch sowieso schon die ganze Zeit. Meine Trainerin hat es mir angeboten. Mara, du musst aufstehen. Und wann machen wir mal wieder was? Fahrverbote noch verhindert werden. Bund, Länder und Städte suchen nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nach Ausnahmen. Ja? Morgen. Sieht auch die Autoindustrie in der Pflicht. Aus Sicht darf die Situation nicht auf dem Rücken der Städte ausgetragen werden. Wir müssen was mit dir besprechen. Sind wir pleite? Wie kommst du denn darauf? Wegen der Sache mit dem Tischlein. Das ist Quatsch. Das ist mein Problem. Damit habt ihr nichts zu tun. Mhm, außer deiner schlechten Laune. Okay, also, deine Trainerin hat gestern angerufen. Wieso ruft die euch an? Ja, die war ziemlich begeistert von dir. Die meint, du wärst wieder in überragender Form zurzeit. Mhm. Und sie hat einen sehr guten Kontakt zu einem College in den USA mit einer ausgezeichneten Frauenfußballmannschaft. Du würdest doch ganz normal studieren. Spielst aber gleichzeitig im College team und dafür kriegst du ein Vollstipendium. In den USA? Ja. Mhm. In North Carolina. Also ganz in der Nähe von Tante Katie und O'Dad. Wollt ihr mich loswerden? Oh, Quatsch. Sweetie, du weißt ganz genau, wie schwer uns das fallen würde. Aber ich glaube, das könnte eine ganz tolle Möglichkeit für dich sein. Aber ich will nach dem Abi erstmal ein FSJ machen. Und ich glaube auch, das kann für dich eine ziemlich coole Zeit sein. Und du musst das natürlich nicht jetzt sofort entscheiden. Bewerbungsschluss ist Ende März. Hast also noch ein bisschen Zeit. Was mit Jamal? SMS, Facehost. Du, wenn er dich wirklich liebt, dann unterstützt er dich bei dem, was du willst. Ich kann ja jetzt nicht weg. Pass auf, überlegst dir einfach ganz in Ruhe. Ja? Das hier ist der Name und die Adresse von dem College. Genau. Du musst das nicht jetzt entscheiden. Muss rüber. Okay, ich bring dich zur Tür. Später. Laura! Das hast du vergessen. Danke. Das war knapp. Na los, steig ein! Jojo? Ja, klar weiß ich, wer du bist. Ja, wir können uns treffen. Also, Jamal muss arbeiten, aber heute Abend. Ja, da hat er frei. Ich hab Fußball, aber das kann ich auch absagen. Okay. Ja, ich kenne ein cooles Lokal hier in der Nähe. Ich kann dir die Adresse schicken. Okay. Jojo, dieser krasse Durrührer, der hat mich angerufen. Der hat das Video für Ali doch damals so gefeiert. Was machst du denn überhaupt hier? Ja, und wo warst du die ganze Zeit? Ich war kicken mit ein paar aus meiner Stufe. Der ist auf jeden Fall in München, der will sich mit uns treffen. Wieso will der uns treffen? Ja, weil ich ihn damals angeschrieben habe. Du hattest doch überlegt, mehr für Durrührer zu machen und ich dachte, er hat vielleicht ein paar gute Tipps. Wann will er sich treffen? Heute Abend. Heute Abend? Heute Abend muss ich arbeiten. Hä? Du hast doch gesagt, du arbeitest heute Nachmittag. Ja, ich hab die Schicht verschoben, damit wir Zeit zusammen haben. Aber du kommst nicht nach Hause, sondern kickst wieder irgendwo. Ja, ich wusste das doch nicht. Ich sitze hier die ganze Zeit alleine rum und warte auf dich. Und warum schreibst du mir dann nicht? Weil es eine Überraschung werden sollte. Ey, ich wusste es nicht. Ich hatte halt Bock auf Kicken. Ey, du hast nur noch deinen scheiß Fußball im Kopf. Komm, hau ab, nerv mich nicht. Treff mich halt alleine mit dem.